Herzlich willkommen zum Video Erstellen einer grafischen Benutzeroberfläche oder auch GUI genannt, die englische Abkürzung für Graphical User Interface. Ich habe hier links eine Webseite geöffnet, da kann man den Body Mass Index ausrechnen. Diese Webseite hat eine grafische Benutzeroberfläche und ich habe mir überlegt, man könnte dieses Programm mit einer ähnlichen Benutzeroberfläche auch in Java programmieren. Hierzu müssen wir als erstes ein neues Projekt, also eine Java-Anwendung erzeugen. Mit dem Namen emi-gui. Und diese Applikation soll aber keine Hauptklasse sein, also entfernen wir hier den Haken bei Create Main Class und klicken auf Finish. Als nächstes legen wir für das Programm einen Frame an, ein Fenster sozusagen, in dem die Benutzeroberfläche später dargestellt werden soll. Hierzu machen wir einen Doppelklick auf den Projektnamen, bewegen den Mauszeiger über Source Packages oder Quellpakete, drücken die rechte Maustaste, dann öffnet sich ein Kontextmenü und unter New finden wir das JFrame, da klicken wir drauf. Jetzt können wir dem Frame noch einen Namen geben, Start BMI, klicken auf Finish. Und das Frame wird erzeugt. Hier ist schon vorausgewählt die sogenannte Design-Ansicht. Das ist quasi das Fenster, was wir später sehen, wenn das Programm läuft. Und links davon haben wir noch den Button für die Source-Ansicht. Und das ist der Programmcode, der benötigt wird, um diesen Frame oder dieses Fenster darzustellen. Hier unten links im Navigatorfenster werden alle Elemente angezeigt, die wir in dieses Frame einfügen. Und das erste, was wir machen, ist, wir setzen diesen Frame als absolutes Layout, damit sich keine Textfelder und Knöpfe, die wir hier einfügen, später verschieben können. Hierzu bewegen wir den Mauszeiger über JFrame, drücken die rechte Maustaste und unter Set Layout, also unter Layout festsetzen, wählen wir Absolute Layout aus für absolutes Layout oder eine feste Anordnung der einzelnen Elemente. Wir benötigen hier für unser Fenster eine Überschrift, so ähnlich wie hier auf der Webseite. Hier steht BMI Body Mass Index und um hier eine Überschrift einzufügen, müssen wir ein sogenanntes Label einfügen. Das ist dann ein Textfeld, was im Frame erscheinen soll. Man klickt also hier einmal drauf mit der linken Maustaste. Und kann dann das Label hier zum Beispiel in der Mitte oben platzieren. Durch Doppelklick im Label kann man nun den Text einfügen. Da schreibe ich jetzt mal BMI-Rechner rein. Hier unten werden die Eigenschaften des Labels angezeigt. Und hier könnten wir jetzt noch Schrifttyp und Schriftgröße verändern, aber das lasse ich erstmal so. Man kann den Text des Labels auch ändern, indem man mit dem Mauszeiger darüber geht und die rechte Maustaste drückt. Dann wählt man Edit Text aus und kann jetzt den Text entsprechend ändern. Der ist aber schon korrekt. Was man auch machen muss, ist die die programminterne Bezeichnung des Labels vernünftig setzen. Das ist so gesehen der Variablenname dieses Labels, damit man im Programm das Label wiedererkennt. Hierzu drückt man auch die rechte Maustaste, geht auf Change Variable Name und wir geben dem Label jetzt den Namen LBL für Label. Dadurch kann man alle Labels im Programmcode gut wiederfinden. Und dann nennen wir das den Titel. Wir benötigen jetzt noch drei weitere Labels, nämlich ihr Gewicht, ihre Größe und ihr BMI beträgt. Also klicken wir wieder hier auf Label, fügen so ein Label hier ein, hier das zweite und hier das dritte. Und die benennen wir jetzt auch entsprechend. Hier soll erscheinen Ihr Gewicht
Kilogramm. Hier soll drin stehen Ihre Größe in Zentimeter. Und hier soll drin stehen Ihr BMI beträgt. Jetzt ändern wir noch die interne Bezeichnung der Label, also die Variablenbezeichnung. Change Variable Name, Label, Gewicht. LBL, Größe. LBL, BMI. Nun benötigen wir drei Textfelder, sodass hier das Gewicht eingegeben werden kann und die Größe. Und ein Textfeld, in dem dann der BMI erscheint. Hierzu haben wir auch ein sogenanntes Swing Control, nämlich das Textfeld. Das klicke ich auch wieder an. Das bewege ich hier hin. Dann brauchen wir hier noch ein Textfeld. Und hier, das schiebe ich nochmal so ein bisschen nach unten, so. Den Text ändern. Der soll nämlich erstmal leer sein. Dadurch wird das Textfeld sehr klein. Man kann jetzt genau wie bei PowerPoint, Excel oder Word, wie beim Zeichnungsobjekt das Textfeld größer ziehen, indem man die linke Maustaste gedrückt hält. Edit Text leer. Und so groß soll es sein. Edit Text auch löschen. Und genauso groß. Diesen Textfeldern müssen wir jetzt auch Variablennamen geben. Change Variable Name. Das können wir jetzt TXT für Text nennen. Gewicht. TXT. Größe. Und TXT BMI. Jetzt benötigen wir noch einen Schalter oder einen Knopf oder im Englischen einen Button, damit die Berechnung angestoßen wird. Den haben wir hier. Den packe ich jetzt erstmal hier hin und das Feld ziehe ich mal so nach unten. Das auch, das Label. Und den Button packe ich mal dazwischen. Bringen den auf eine ähnliche Größe wie die Textfelder. Hier ändern wir den Text auch sinnvoll. Da soll dann drin stehen BMI berechnen. Und da vergeben wir auch einen Variablennamen, nämlich BTN für Button, Berechnung. Nun haben wir unser Fenster erstellt und wir können mal ausprobieren, was passiert, wenn wir das Projekt laufen lassen. Hierzu können wir hier oben auf Run Project gehen oder wir drücken hier einfach auf den grünen Abspielbutton. Das Programm arbeitet jetzt. Jetzt wird das Fenster erstellt. Und hier oben ist es erschienen. Tja, was auffällt ist, dass das Fenster ein bisschen zu klein ist, sodass nicht alles reinpasst. Das müssen wir ändern. Und wir finden hier im Bereich Properties die Angabe Minimum Size, also minimale Größe. Und 280 steht für 280 einzelne Punkte in der horizontalen, also das ist quasi die Breite. Das Fenster ist jetzt 280 Pixel oder Punkte breit. Und es ist 210 Punkte oder Pixel
lang. Das stelle ich jetzt mal auf, sagen wir, 360. Und die Länge oder Höhe setze ich mal auf 300. Das Fenster schließe ich. Und jetzt starte ich nochmal. Das sieht schon mal besser aus. Das Textfeld erscheint mir so ein bisschen klein. Manchmal größer. Ich starte es nochmal. So, das sieht doch prima aus. Wenn ich jetzt hier ein Gewicht eingebe, BMI berechnen. Tja, da passiert noch nichts, weil wir haben noch keine Formel in das Programm eingefügt, die diesen BMI tatsächlich ausrechnet. Der BMI berechnet sich nach dieser Formel, die steht ja hier auch, Körpergewicht geteilt durch Körpergröße zum Quadrat. Und diese Formel müssen wir jetzt noch in dem Programm hinterlegen. Wir müssen dem Programm mitteilen, dass eine sogenannte Aktion ausgeführt werden soll, wenn dieser Knopf gedrückt wird. Dazu markieren wir den Knopf und dann erscheint hier rechts ein Fenster mit den Eigenschaften dieses Knopfes. Wir springen auf den Bereich Events, also Ereignisse. Und bei Action Performed ist noch nichts ausgewählt. Wählen wir die Methode Action aus und der Java-Compiler oder der Java-Interpreter springt sofort in diese Source-Ansicht an die Stelle, an der man den Programmcode eingeben kann, der ausgeführt werden soll, wenn man auf den Knopf draufdrückt. Im Programmcode müssen wir als erstes die Variablen Gewicht und Größe deklarieren, und zwar als Double-Variablen. Nun müssen diesen Variablen die Werte aus den Textfeldern zugeordnet werden. Ja, der Benutzer gibt im Textfeld Gewicht sein Gewicht ein und im Textfeld Größe seine Größe. Und das sind tatsächlich erstmal nur Texte. Texte sind ja Inhalte von unter anderem auch von String-Variablen. Und diese Texte müssen jetzt umgewandelt werden in Zahlen. Und das geht mit dem folgenden Befehl. Gewicht gleich double.parse double, Klammer auf, und jetzt kommt der Variablenname des Textfelds, und das ist txt Gewicht Punkt get Text. Ja, dieses Textfeld, weil diese Variable soll ausgelesen werden. Hier noch zwei Klammern und das Semikolon. Und damit wird der Text aus dem Textfeld Gewicht in eine Double-Zahl für die Variable Gewicht eingelesen. Dasselbe machen wir für die Größe. Txt Größe get Text und das Semikolon nicht vergessen. Damit haben wir den Inhalt des Textfelds Größe der Variable Größe zugeordnet. Nun müssen wir die Formel einführen für die Berechnung. Um die Berechnung durchführen zu können, müssen wir allerdings erstmal eine entsprechende Variable deklarieren. Die nennen wir jetzt BMI. Und der BMI ist gleich Gewicht geteilt durch, Klammer auf, Größe zum Quadrat, also Größe mal Größe.
In der Formel steht ja, dass man die Größe nicht in Zentimetern eingibt, sondern in Metern. Das heißt, wir müssen hier noch umrechnen, Größe geteilt durch 100, dann hat man die Meterangabe. Und hier auch noch, dafür muss man keine Klammern setzen, weil es sich hier nur um Multiplikation und Division handelt. Semikolon. Diese Variable muss nun in dem Textfeld ausgegeben werden, was der Benutzer in dem Fenster sieht. Und hierzu geben wir folgenden Befehl ein. Text BMI. Das ist der Variablenname für das Textfeld, den wir vorhin deklariert haben. Punkt set Text. Also setze den Text, schreib den Text rein, Klammer auf, double to string. Jetzt wird die Double-Variable zu einem Text umgewandelt, Klammer auf, BMI. Da automatisch die richtige Variable hier eingesetzt. Damit haben wir den nötigen Programmcode eingegeben. Jetzt können wir das Programm mal testen. Da wird ein BMI ausgerechnet. Auch korrekt, jedoch mit sehr vielen Nachkommastellen. Das können wir korrigieren, indem wir hier noch eine Funktion zum Runden einfügen. Die geht folgendermaßen: mass.round, Klammer auf und Klammer zu. Probieren wir das mal aus. Gehe ich mal wieder mein Gewicht ein, BMI, 23, also funktioniert perfekt. Man könnte jetzt diese GUI noch ergänzen, um diese Tabellen, damit der Benutzer ablesen kann, was die Zahl bedeutet. Aber fürs Erste reicht das sicherlich zum Demonstrieren, wie man in Java eine GUI, also eine Benutzeroberfläche, erstellt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.